Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video befasse ich mich mit der Drehzahl von Drehstrommotoren, der dazugehörigen Gleichung NS gleich F durch P. NS bezieht sich hierbei auf die Drehzahl des Drehfeldes, des Ständerdrehfeldes. F bezieht sich auf die Netzfrequenz, bei uns im Allgemeinen 50 Hz. Und P auf die Polpaarzahl, die ich in diesem Video näher erläutern werde. Außerdem geht es um den Schlupf und damit natürlich auch um die tatsächliche Motordrehzahl N. Zunächst zum prinzipiellen Aufbau eines Drehstrommotors. Wir sehen hier das Gehäuse eines Motors. Und in diesem Bild schaue ich nun quasi von dieser Seite auf diesen Drehstrommotor. Ich habe hier symbolisch drei Wicklungen angedeutet. Tatsächlich verlaufen die Wicklungen innerhalb dieses Motors allerdings so, dass die hier dunkel gekennzeichnete Wicklung von hier oben in den Motor hineinstößt, hier rumgeht und hier unten wieder herauskommt. Das ist durch diese beiden Punkte angedeutet. Ich muss mir nun also vorstellen, dass diese Wicklung hier oben in das Motorgehäuse hineinstößt und hier unten wieder herauskommt. Entsprechendes gilt natürlich für diese Wicklung und für diese Wicklung. Diese drei Wicklungen werden nun an sinusförmige Wechselspannungen angeschlossen, die jeweils 120 Grad zueinander phasenverschoben sind, also an unser übliches Drehstromsystem. Und damit stellt sich in diesem Fall bei drei Wicklungen ein magnetisches Feld in diesem Motorgehäuse ein, das einen Nordpol und einen Südpol aufweist und damit eine Polpaarzahl von P gleich 1 hat. Dieses magnetische Feld rotiert. Teilt man nun diese Wicklung in insgesamt 6 Wicklungen auf, so wie hier außen angedeutet, und wickelt entsprechend diesem Bild, sodass diese Wicklung hier wieder in die Ebene hineinstößt, hier unten wieder herauskommt, diese Hälfte dieser Wicklung hier in die Ebene hineinstößt und dort wieder herauskommt, das gleiche für alle weiteren Wicklungen geschieht, so stellt sich hier ein rotierendes Magnetfeld mit 2 Nordpolen und 2 Südpolen ein. Deshalb spricht man in diesem Fall von einer Polpaarzahl P gleich 2. Die wird also durch entsprechendes Wickeln des Motors erreicht. Auf diese Situation mit dem rotierenden magnetischen Feld lässt sich nun diese Gleichung anwenden. NS gleich F durch P. Dabei steht NS für die Drehfelddrehzahl im Ständer, also im Gehäuse. P für die Polpaarzahl. Und F für die Frequenz, also die Netzfrequenz, bei uns im Allgemeinen 50 Hertz. Unter der Voraussetzung, dass sich die Frequenz nicht ändert, ich also keinen Frequenzumrichter einsetze, ist damit die Drehfelddrehzahl eindeutig von der Polpaarzahl abhängig. Hier rechne ich das einmal vor für P gleich 1, P gleich 2 und P gleich 4. Die Drehfelddrehzahl ergibt sich durch F durch P. Da ich in diesem Beispiel P gleich 1 habe, entspricht sie damit der Netzfrequenz F, die 50 Hertz, also 50 pro Sekunde beträgt. 50 pro Sekunde bedeutet, dass sich die 50 zum Umrechnen der Drehzahl in Minute mit 60 multiplizieren muss. Und somit komme ich hier auf eine Drehzahl von 3000 pro Minute. Für die Polpaarzahl 2 halbiert sich nun dieser Wert natürlich, sodass also die Drehzahl 3000 und auch die Drehzahl 1500 durch das entsprechende Wickeln des Motors erreicht werden kann. Wie bereits gesagt, das bezieht sich auf die Drehfelddrehzahl und nicht unbedingt auf das nachher rotierende Teil. Bei der Polpaarzahl 4, die ich hier noch anführe, ergibt sich damit ein Wert von 750 Umdrehungen pro Minute für das Drehfeld. Handelt es sich bei dem drehenden Teil um einen Dauermagneten oder um eine Wicklung, die von außen mit Strom versorgt wird und daher
mit einem Dauermagneten vergleichbar ist, so wird sich dieser Dauermagnet synchron hinter diesem äußeren Drehfeld herdrehen, sodass die Drehzahl des Motors und die Drehfelddrehzahl identisch sind. Da diese Bewegung synchron erfolgt, spricht man hier von einem Synchronmotor. Weit verbreitet sind allerdings auch sogenannte Asynchronmotoren. Wie der Name schon sagt, weicht hier die tatsächliche Drehzahl des rotierenden Teils von der Drehfelddrehzahl ab, deshalb asynchron. In diesen Fällen wird häufig mit einem sogenannten Käfigläufer gearbeitet. In diesem Käfigläufer werden durch das äußere rotierende magnetische Feld Spannungen induziert, die wiederum zu Strömen führen, wodurch sich um diesen Käfigläufer herum ein magnetisches Feld mit einem Nordpol und einem Südpol ausprägt. Also ganz ähnlich wie beim Synchronmotor entsteht auch hier in diesem Käfig ein magnetisches Feld mit einem Nordpol und einem Südpol. Und dieses Teil rotiert damit hinter dem äußeren Magnetfeld her. Allerdings kann dieses rotierende Teil nicht die gleiche Drehzahl N annehmen, wie sie im Drehfeld vorhanden ist. Der Grund, warum dieses drehende Teil nicht mit der gleichen Drehzahl drehen kann, liegt darin, dass die magnetischen Feldlinien, die durch das Ständerdrehfeld erzeugt werden, die einzelnen Stäbe dieses Käfigläufers schneiden müssen. Das heißt, unter dieser Drehung müssen die magnetischen Feldlinien geschnitten werden, damit in diesen Stäben eine elektrische Spannung induziert wird und somit auch ein Strom fließt, der das magnetische Feld des Käfigläufers erzeugt. Würde nun aber der Käfigläufer mit der gleichen Drehzahl drehen, wie denn das äußere magnetische Feld, so würde der einzelne Stab des Käfigläufers nicht mehr die äußeren Feldlinien schneiden und somit würde keine Spannung mehr induziert, es würde kein Strom mehr fließen und der Käfigläufer hätte kein eigenes magnetisches Feld und könnte somit dem äußeren magnetischen Feld nicht mehr hinterher rotieren. Das heißt, dass der Käfigläufer nur eine Drehzahl erreichen kann, die knapp unterhalb des äußeren magnetischen Feldes liegt. Und genau aus dieser Überlegung heraus ergibt sich der Begriff des Schlupfes. Der Schlupf ist also somit nichts anderes als die Drehfelddrehzahl NS minus der tatsächlichen Drehzahl des drehenden Teils, also der Motorwelle. Zum Beispiel kann es so sein, dass das äußere Drehfeld mit 3000 Umdrehungen pro Minute dreht, der Motor tatsächlich aber nur mit 2850 Umdrehungen pro Minute dreht, woraus sich ein Schlupf von 150 Umdrehungen pro Minute ergeben würde. Häufig wird allerdings auch der Schlupf in Prozent angegeben. Um nun den Schlupf in Prozent anzugeben, wird der errechnete Schlupf von 150 pro Minute ins Verhältnis gesetzt zur Drehfelddrehzahl, in unserem Fall 3000. Ich muss also 150 durch 3000 teilen, das Ganze mit 100% multiplizieren und komme somit in diesem Fall auf einen Schlupf von 5%. Natürlich kann man die Drehzahl des Drehfeldes und damit auch des drehenden Teils über die Frequenz verändern. Und das geschieht heute in sehr vielen Anwendungen auch. Es wird also heute die Drehzahl des Motors nicht mehr vorrangig durch die Polpaarzahl eingestellt, sondern sehr häufig auch durch die Frequenz. Darauf bin ich aber in diesem Video nicht näher eingegangen. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen den Begriff des Polpaares und die Bedeutung dieser Gleichung näher bringen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.